Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Project Unstable, nein, Factorio. Project Unstable dauert noch einen Moment, ein paar Wochen. Naja, aber ist auch nicht mehr lange. Jedenfalls, ich war fleißig. Ich habe hier eine Mauer gebaut. Und ich wollte mit dem Auto fahren. Ich habe mich hingesetzt und habe eine Mauer gezogen. Und diese Mauer hat schon... habe ich schon mal gesagt, dass dieses Auto absolute bescheuerte Steuerung hat. Oh, das beschleunigt so schnell. Das ist manchmal echt nicht schön. So, wo kommt die Mauer? Da kommt die Mauer. Wie gesagt, die geht einmal rum und hier habe ich auch schon mal alle Lasertürme so aufgebaut, wie ich das gerne haben möchte. Das geht nicht rum. Hier unten ist auch noch das riesen Eisending, das haben wir auch noch für uns. Das ist wunderbar. So. Und ja, die Mauer hier können wir dann theoretisch wegreißen. Die Mauer hier können wir auch wegreißen. Und dann können wir uns hier drinnen dann ordentlich austoben von Fläche. Haben dann halt hier oben noch Zeug. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich hinten die Mauer noch ausbauen. Und hier, das können wir auch mal ansetzen mittlerweile. Durch so einen großen. Machen wir das mal eben. Verbinden sich aber automatisch wieder die Netzwerke. Das möchte ich nicht unbedingt. Wobei wir das auch gar nicht mehr brauchen. Doch für die Dinger. Hahaha. Ha, ha. Okay. Kommen wir von hier nicht hin. Hab ich eine Verbindung? Hier. Und natürlich verbindet sich das Ding auch. Mensch. Machen das mal so, dass es sich nicht mehr verbindet, aber noch nach hierhin verbindet. So. Okay. Bup, bup. Gut. Dann können wir hier oben das Zeug wegmachen. Wunderbar. Dann bauen wir jetzt mal ganz schnell, auch wenn ich es eigentlich nicht machen wollte, in der Aufnahme und deswegen den ganzen Rest auch schon vorher gemacht habe. Aber, so, wir machen mal die Mauer. Eisen haben wir aber noch so viel hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals nochmal Eisenmangel kriegen. So. Okay. Ist das eigentlich... Das deckt eigentlich fast alles ab, ja. Okay, dann mal zurück zum Auto. Ich habe auch hier das Eisen mal ein bisschen umgebaut und wer sich fragt, warum ich das hier gemacht habe. Das ist einfach nur dazu, dass von beiden Seiten was kommt. Weil so haben wir von der einen Seite drei von den, wie heißen sie, Erzförderer. Drei. Und auf der anderen Seite haben wir dann vier. Also dass es sich in etwa die Waage hält. Und es ist auch gut, dass wenn die Dinger aus sind, wirklich wir kaum. Jetzt sind sie wieder an. Aber wir haben trotzdem... Hier haben wir im Moment extrem viel Emissionen. Da wollte ich nochmal genau gucken. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nur die paar... Erzdinger sind. Also die Ölteile. Das sind ja keine Erze, das sind ja Öle. Da bin ich mir auch unsicher. Huch! Bin ich denn jetzt durchgefahren? Wahrscheinlich durch irgendein Holz. So, warte mal. Ich hab dort die Taste gedrückt. Warum kann ich eigentlich die Dinger nicht reparieren? Warum habe ich keine Rohre mehr? Warum habe ich nicht mehr Zeug, um Rohre zu machen? Nein! Das ist doch nicht wahr. Okay, machen wir jetzt gleich mal ein bisschen Eisen. Können wir aber gleich Kupfer mitnehmen. Noch ein bisschen. So, nur ein bisschen mehr Eisen als Kupfer. Okay. Ja, sollte erstmal einen Moment reichen. So. Ich weiß nicht. Ich schaffe dieses Auto hier nicht zu steuern. Es ist einfach schlimm.
Okay. Was haben wir hier? 1,8. 1,8. 1,8. 1,8. Ah, ich weiß warum. Die Dinger haben ja standardmäßig so einen extrem hohen. Da war ja was. Die haben einen extrem hohen Umweltverschmutzungsgrad. Standardmäßig, den ich ja mit zwei Effizienzmodulen 2 gerade mal auf 1,8 kriege. Also was so ein normales, was das Minimum ist von den Dingern hier. Also im Endeffekt, es hat genau das gleiche vom Wert her, aber kann nur 2 Upgrades nehmen. Falls jemand irgendwie versteht, was ich meine. Ja. So. Frage ist ja trotzdem, wird es kleiner oder nicht? Ich bezweifle es. Frage ist auch, versiegen die wirklich irgendwann auf immer oder bleiben die dann irgendwann dauerhaft auf 0,1 und können praktisch die ganze Zeit weiterverwendet werden? Das würde mich noch interessieren. So. Wo habe ich das Auto wieder geparkt? Da oben. Okay, und ich habe halt hier auch noch ein bisschen weiter abgerissen, habe noch ein bisschen was weggemacht hier und hier in die Dinger steht jetzt auch erstmal nur rum, machen nichts. Ja. Viel ist, was jetzt erstmal rumsteht, aber meine Güte, erstmal besser als wie nix. So, parken wir das auch mal hier unten. Okay, und ich habe noch ein paar Alien-Artefakte gefunden. So 16 Stück ungefähr. Die lagen noch hier von irgendwie altem Zeug, was wir mal gekillt haben. Wir haben es einfach nicht weggemacht. So. Hier mal gucken. Das Ding füllt sich. Wunderbar. Okay. Achso, und ich habe hier oben noch ein zweites Teil angefangen mit Akkumulatoren. Dass wir jetzt auch hier auf unserer Hauptbasis auf 720 MW kommen. Ne? Also, dieses, das Gebilde hier von Purple bepowert diesen Teil. Mein Ding bepowert diesen Teil. Und sind einfach beide gleichwertig. Wobei ich mehr Solarzellen habe, aber die ungefähr die gleiche Menge Akkumulatoren. Okay, so, was machen wir jetzt? Ich habe ja gesagt, wir haben einen Plan. Und ich habe auch was rausgefunden. Und zwar betrifft das Schmieröl. Expressfließbänder brauchen auch Schmieröl. Das ist, was mir aufgefallen ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil die sind hier hinten. Das heißt, wenn wir Schmiermittel hier unten herstellen, können wir es einmal nach hier oben, beziehungsweise dann direkt nutzen für die Elektromotoren, nachdem wir hier oben die Motoren gebaut haben, können wir es hier unten machen. Und wir können aber auch das hier hochleiten und können dann von hier irgendwie direkt an diese schnellen Fließbänder rangreifen. Hoffentlich. Ich bin mir gerade unsicher wegen dem Umspannwerk. Weil wir können es zwar hier in eine Kiste packen, aber wir kriegen aus der Kiste nichts raus. Nope. Das würde gehen. Wir können es hier dahinter in die Kiste packen, dass wir es nicht da reinpacken, sondern hierhin. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Mach's mal so. Kiste. So, und dann 2 Slots. Sollen wir hier auffüllen wieder. Okay, dann kann das nämlich jetzt erstmal aufhören. Und dann können wir hier drüben das machen, das ist vielleicht nicht doof. Da haben wir ein bisschen Platz gespart. So, dann Chemiefabrik. Schmieröl. Nein, Rohre. So. Wunderbar. Chemiefabrik produziert ab jetzt Schmieröl und das kriegen wir auf 2 Punkten. Die Frage ist, wollen wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollen da nicht so viel von erstmal verarbeiten, sondern nur was wirklich wir brauchen. Ist vielleicht besser. Okay, kümmern wir uns mal ganz kurz hier oben um die Rohre und den Rest. Also,
Wir brauchen Rohr. Wir brauchen einfach nur Eisenplatten. Und wir brauchen noch ein paar Montagemaschinen. Das kann man alles weg hier. So, da. Also Eisenplatten kriegen wir von hier oben. Frage ist halt auch nur, oder möchte ich... Ich glaube, wir machen das mal ein bisschen, dass wir es nochmal nach hier drüben schieben irgendwie. Ich muss hier einplanen, dass hier... Huch, ich kann da drauf bauen. Okay, also hier im Endeffekt 3x3 sind ja besetzt. Das heißt, wir machen es mal so. Okay. Mal ganz kurz als Markierung für mich. Damit ich besser prüfen kann, ob das... Oh, ist gut. Oh, bin ich heute so müde. Es geht schon den ganzen Tag so, ich weiß nicht. Ich habe bis Mittag geschlafen, trotzdem irre müde. So, das Ding ist ungefähr hier. So, das können wir ja schon mal zuweisen auf die schnellen Fließbänder. Die Express-Tunnel sind auch nur in dem Ding craftbar, ne? Ja. Na gut, das können wir dann aber ja so machen, dass wir es bestellen. Das Problem ist, man braucht immer die Vorstufe. Das heißt, wir müssten unterirdische Fließbänder automatisieren, damit wir schneller automatisieren können, damit wir unterirdische Express automatisieren können. Genau das gleiche beim Tyler-Fließband. Ah, da habe ich eine Idee, wie wir das machen werden. Leiten wir es mal um. Okay, dann Chemiefabrik. Machen wir sie hier so hin? Oder? Hier hin und dann eins muss nach hier. Brauchen wir ein Ding für... Ich weiß das nochmal ganz kurz zu. Also das Ding macht uns das. Bup. Das Ding macht uns das. So, das muss dann noch weiter. Wenn möglich mit halt einem Zwischenspeicher. Damit wir uns auch mal ein paar Rohre schnappen können im Notfall. Und dann... wo ist es denn? Da. Motoren. Machen wir aus Rohren. Die Motoren müssten wir theoretisch auch zwischenspeichern. Und Stahlrohre und Zahnräder. Okay, also wir müssen Stahl noch runterholen. Und dann... Okay, wir machen das mal andersrum. Warum seht ihr gleich? Also, wir produzieren hier das letzte. Und zwar Elektromotoren. Nochmal. Die haben hier dann einen Zwischenspeicher. Und dann seht ihr jetzt hier schon, warum ich das so mache. Weil ich die noch einen nach oben setzen könnte, ne? Wie viele Zahnräder braucht das Ding? 5. Okay, ne, müssen wir es unten lassen. Dann müssen wir es unten lassen, sonst wird das nichts. Ne, das geht nicht anders. Ne. Das Ding brauche ich auch von hier unten, das können wir gar nicht weiter hochsetzen. Moment, was braucht das nochmal? Das braucht eigentlich ja dann nur die Dinge. Okay, also können wir irgendwie sowas machen dann. Moment. Ich glaube, das wäre schlauer, oder? Dann einfach von oben machen. Also, so. Und dann haben wir hier auch gerade die Linie. Wunderbar. Noch mal ein Ding. So. Reicht natürlich nicht ganz. Aber ist verkraftbar. Ne, ist es nicht. Haha, wir müssen ja hier noch an die Kiste ran. Nein, so rum. Ich hasse es, wenn du eine ungerade Zahl von den ganzen Dingern hast, die immer 2 benötigen, damit sie funktionieren. Warum nicht einfach das Ding in 1 gepackt?
Es ist halt auf der einen Seite hässlich und auf der anderen Seite einfach nur doof, wenn ich das so mache. Ach komm. Wir haben das Zeug. Also können wir es ruhig auch mal nutzen. So. Okay, also hier kommt dann Schmiermittel an. Gehen die beiden hier rein. Wir kommen ja auch noch so halbwegs vorbei. Hier nicht. Hier auch nicht. Okay, na gut. Müssen wir hoffentlich auch nie. So. Was ist denn heute los, Mensch? Erstens, es ist nicht spät. Zweitens, ich bin eigentlich, ich weiß nicht warum, müde. Verstehe es echt nicht. Nein, drei. So. Genau. Und das Ding macht uns Rohre. Rohre. So, okay. Das heißt, wir brauchen noch Stahl nach hier unten. Den können wir hier so irgendwie runterlassen. Möchte ich den haben? Moment. Passive Anbieterkisten machen wir ein paar. Oh. I see what the problem is. Ah, es ist wirklich ein Problem. Moment. Aber das kriegen wir gelöst. Wenn wir das wegmachen. Moment, ich habe eine Idee. Also das Problem ist, wir können es im Moment ja nirgendwo reinlagern. Wenn wir es so machen, können wir es reinlagern. Das heißt, wir können in der Mitte, also einmal hier eine Kiste machen, einmal hier eine Kiste machen und die packen dann halt in die Kisten rein. So, das heißt, wir machen das mal so. Nein, nein, war schon richtig. Und du machst mir Elektromotoren. Pup. Okay, die sind verbunden. Haben wir noch nicht hier mit. Dann setzen wir das einfach hier hin. Ich hoffe, das wird was. So wie ich mir das gerade denke. Dann wird es nicht weit genug nach oben komme. So wird es gehen. Machen wir es so. Dann halt so. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte gerne irgendwie hier durchkommen. Machen wir das. Beziehungsweise, Moment. Wir können dem ganzen Problem aus dem Weg gehen. Wir müssen einfach so machen. Warum bin ich da nicht eben schon drauf gekommen? Ganz einfach. Pff. So, Schmiermittel. Okay, und dann haben wir hier nicht genügend Platz für einen Zwischenspeicher. Also das Ding muss einen nach drüben und das Ding muss einen nach drüben. Wobei, dieses Ding braucht ja... Es braucht Stahl halt. Ich überlege gerade, ob wir die beiden übereinander packen. Aber es wird nichts. Wir könnten zwar Folgendes machen. Kurz warten. Lalalalalalalala. Fertig? Ja. Okay. Na gut, wenn wir es nach unten packen, dann müssten wir hier oben wieder einen Tunnel machen. Das möchte keiner. Okay, lassen wir es so. Passt. Okay. Jetzt brauche ich ja alles nichts von oben. Von daher. Wupp. Und wupp. So. Jetzt brauchen wir Strom. Darum kümmern wir uns gleich. Also du machst Rohre. Du brauchst nur Eisen. Na, das können wir irgendwie arrangieren. Wo habe ich denn da?
Machst so. Okay. Es ist jetzt natürlich noch nicht verbunden. Verbindet sich das hier? Nein. Verbindet sich das hier? Nein. Hier? Das ist doch nicht wahr. Ernsthaft. Wisst ihr was? Ich fange langsam an, die Umspannwerke zu lieben. Also wir machen ein Umspannwerk. Setzen es einfach auch mit hier hin. Was wieder nicht wegen einem Block passt. Ah. Du willst mich doch verarschen. Warum? Warum kann ich einmal einen Plan aufgehen von mir? Ach Mann. Dann machen wir es jetzt. Das Problem ist, dieses Zeug braucht von hier unten. Das braucht Eisenzahnräder. Ich habe keine Lust, das nach oben zu setzen. Na gut, wir brauchen ein Eisenzahnrad. Ach komm. Also, bupp und bupp. Wo ist es jetzt hin? Wo ist es? Da. Moment, was? Ach, das ist eins zu weit drüben. Deshalb. Mich jetzt schon gewundert. Okay. Also, du machst Motoren. Und du machst Rohr. Okay, es beginnt jetzt schon. Achso, wir brauchen trotzdem den langen. Okay. So. Dann eine passive Anbieterkiste. Eine passive Anbieterkiste. Eine passive Anbieterkiste. Eine passive Anbieterkiste. Jo. Okay. Greifarme, Greifarme, Greifarme. Wie viele Rohre produzieren wir nochmal pro? Ein Rohr pro. Okay. Gut. Das heißt, wir probieren mal diesen da. Minimieren das mal nach hier. Das minimieren wir auch mal nach hier. Das minimieren wir auch nach hier. Das minimieren wir auch nach hier. Wobei. Möchte ich das? Bin gerade am überlegen, wir könnten ja auch mit den Netzwerkdingern arbeiten, dass wir wirklich sagen, hey, wir wollen nur eins davon haben. Falls jemand weiß, was ich meine. Wahrscheinlich nicht. Okay, das hat dann den Input. Das hat den Input. Okay. Das heißt, wir brauchen Samirmittel. Das auch wieder wunderbar auf den letzten Zentimeter passt. Okay. Einmal diesen Namen. So, nochmal ganz kurz überdenken. Also wir produzieren Rohre. Wir produzieren Motoren, wir produzieren die Dinger. Okay. So, wir brauchen aber noch Stahl. Den können wir nach hier leiten. Ja, leiten wir hier runter. Falls wir dann hier noch Stahl brauchen, können wir es dann nutzen. So, also nur Stahl. Dann schnelles Verteilfließband. Ich möchte gerne hier runter, also den weg. Richtig, nee, das war falsch. Ich bin auf der falschen Seite dafür, also muss einer weiter dahinter. So, das kann ruhig ein langsamer sein. Das kann uns egal sein. Okay, wir müssen zwischenspeichern.
Ich kann es ja mal so machen, dass ich im Notfall noch austauschen kann. Ach, weißt du was? Es reicht auch eine Seite Stahl. Da können wir auf der anderen Seite im Notfall noch was legen und dann ist vielleicht besser. Komm, machen wir es so. Also, up. Und dann hier noch, falls wir für die andere Seite noch was haben wollen, wie zum Beispiel Batterien. Dann theoretisch so. Okay. Gut, Stahl kommt an. Dann haben wir diesen da. Okay. Okay. Und die brauchen jetzt Schmiermittel. Das können wir auch mal anwerfen. Boop. So, Schmiermittel kommt. Hier brauchen wir noch die Dinger. Und hier brauchen wir noch Prozessoren, das heißt diesen da. Na wunderbar. Okay, wir produzieren extrem schnell Fließbänder. Oder wie heißen sie? Express. Die brauchen wir nämlich, denke ich, dann hierfür. Das extrem schnelle Drauflegen von Zeug. Denn andernfalls bekommen wir nämlich an. Hallo? An der Stelle hier immer Probleme, wenn praktisch alle aktiv sind. Ich kann es mal ganz kurz demonstrieren. So. Dann reißen wir so viel Zeug ab, wie ihr es jetzt hier schon beim Kupfer seht. Stimmt, es war nicht das, es war Kupferdraht. Egal, wir brauchen es eh bis dahin. So. Also Kupferdraht nochmal schneller machen, weil, wie ihr seht, der letzte bekommt fast gar nichts ab. So. So, okay, reicht. Hier oben brauchen wir theoretisch nur den normalen, weil von der Geschwindigkeit, was hier hinkommt, wir haben ja hier das Doppelte. Im Endeffekt, wenn es richtig nimmt, an der Geschwindigkeit, was wir möglich haben. Also, das sollte passen. Dass wir hier noch keine Express machen müssen. Dann können wir einfach mal hier was haben. Bis hier hinter einmal Express. So, damit, falls da irgendwas genommen wird, dann ist das egal. Wunderbar! Hier unten lasse ich es mal zweispurig, weil da ist ein bisschen was alles benötigt. So, die Automatisierung hier war noch alles so eng und organisiert und jetzt zieht sie es einfach nur in die Länge. Das ist interessant. Ja, überlegen, ob wir die Rohre nach hier oben bauen. Ach komm, nee, ist egal. Oder? Bin halt kein richtiger Fan davon, wie das jetzt im Moment ist. Da bräuchten wir aber definitiv ein Fließband, das funktioniert nicht. Müsste das Fließband hier mit Rohren runtergehen und. Ach. Beziehungsweise wir legen die Rohre da drauf. Das wäre natürlich möglich. Wir testen das mal. Ach nee, wir können sie gar nicht drauflegen. Na doch, wenn wir es hier machen. Also noch einen Schritt zurück. Das ging eigentlich super. Also, müssten dann halt hier nochmal ein Bufferplatz lassen. Und dann haben wir das einmal hier, einmal hier, einmal hier. Ich mach's mal weg. Und dann sagen wir mal hier Rohre. Hier nehmen wir das Zeug rein. Strom brauchen wir noch. So. Kann ich mal hier schon mal ein bisschen so erweitern, was wir hier jetzt als Netzwerk haben. Das
Sind wir her doof, weil wir wieder genau mittendrin sind. Also das System hat definitiv irgendwo einen Knick. Ich weiß nicht. Egal. Im Endeffekt ist ja total... Ach, hier haben wir es auch schon wieder. Ach komm, weißt du was? Dann ist halt dieses eine Ding blöder Lückenfüller. Ist mir jetzt auch egal. So, das liegt jetzt schön die Rohre da drauf. Wunderbar. Einmal eine Kiste dazwischen. Und ein Slot. Hey, wir sparen uns diese Kiste. Yay, immer sparsam sein. Okay. Wunderbar. Das heißt, es zieht sich nicht ganz so weit. Ist hier trotzdem noch alles relativ frei, aber ist schon schöner. Und wir machen es auch mal so, dass wir hier sagen, wir haben zwei Slots, genau wie bei einem normalen Express. Und dann geht es auch. So. Ich sehe auch, die Folge ist wieder am Ende. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal die schnellen Fließbänder fertig. Wir haben das Problem, was ich hatte, gelöst, indem wir es hier einfach schneller gemacht haben. Und dadurch schneller der Kupferdraht von hier hinten ankommt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Okay. Die kann ich eigentlich auch was noch wegmachen. So. Ja, scheint aber ganz gut zu klappen alles. Bin zufrieden. Hätte ich jetzt gesagt. Okay, also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn schon, dann schon. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Wir müssen unbedingt nochmal wegen Kupfer gucken. Das heißt, die Kupferquelle müssen wir noch an unser Zug anbinden. Ja, das wird schon. Gut. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Mal einen schönen Tag. Tschüss. Gott, was heißt mit meiner Stimme los? Egal. Ciao.